dann gehen wir halt so anders dann in der Nacht noch. Ja, nee, ist klar. Hank befreundet. Suche nach LT Anderson. Klingt normal, ne? Typische. Oder klopfen. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Also nervig. Türklopfen, klingeln, pipapo. Ist auch nichts Besonderes für das alte Auto. Hier sieht man nichts. Das? Ach, das ist der Hund. Oh. Oh, der Hank ist ohnmächtig. Lieutenant Anderson. Oh. Sumo, ich bin dein Freund. Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Süß. Sieht da aus wie ein Sumo. Sieh nach Hank. Oh, wei. Was hat er gemacht? Der hat sich alkoholisiert. Oh. Alter. Gesichtsausdruck. Ah, Whisky. Voll gekotzt. Jetzt leichte Arrhythmie. Kein Anzeichen eines Traumas. Oh, eine Knarre. Revolver, Markum, Kaliber. Eine Kugel übrig. Alter. Da wollte ich ja schießen. Clamp. Schottischer Whisky. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Alter! Was kommt jetzt? Also. Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Face von hier. Hey, ja, ja, hey. Was? Geil. Guter Hund. Fassi. Hinter was? Hey, ich glaube, ich muss kotzen. Hatte ich auch mal. Also nicht so eine Phase, aber echt ekelhaft. Du erinnerst dich an Ruhe, nichts mehr. Du Arschloch. Ich geh nirgendwo hin. Da. Da war ich komplett weg. Andere Leute haben erzählt, was passiert ist und so. Ich erinnere mich an gar nichts. Es ist zu Ihrem Besten. Dank Jägermeister. Ja. Nach ein paar Schutz dann habe ich dann ja. Was tut er hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen.
Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Aha. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Okay. Hier? Hier, warte. Was möchten Sie anziehen? Scheißegal. Scheißegal, okay. Hippie? Gestreift? Streifig. Boah, da streifige, gestreifig, gestreifte. Sieht echt übel aus. Aber er hat ja gesagt, scheißegal. Ja, machen wir das auch mal. Boah, der ist am Kotzen, Alter. Boah. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Oh, Alter. Richtige Kotze nachgestellt. So. Wir können jetzt warten auf Hank erfahren. Mehr über Hank. Und forderte den das sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktis-Region. Sag mal hier. Autumn Blues. Michigan. Der Blues? Ich hatte heute mit viele Experten befürchten Jazz, nun, dass ein dritter Weltkrieg jeden okay. Tag wahrscheinlicher wird. Hat er mal Jazz oder? Hinklick Jazz. Streicheln. Das ist bestimmt bei einem. Den streichelt. Was ist das denn? Die Feder, na. Die Feder irgendwas oder nicht? Die Kettensäge. Warte, warte, warte. Oh. Verstorben. Ah, Scheiße. Vor 3 Jahren. Verstorben. Deswegen. Ein Abweichler hat den bestimmt gekillt. Der wollte sich jetzt selbst umbringen. Weil es nicht mehr ertragen konnte oder sowas. Was? Was wollten Sie mit der Waffe? Russisches Roulette. Ich wollte sehen, wie lange es. Boah. Ich muss vorher zu. Was? Sie hatten Glück. Der nächste Schuss hätte Sie getötet. Boah. Alter, okay. Krass. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Ah, wir haben 2 Sachen nicht gemacht. Aber die sind außerhalb, oder? Aber die sind nicht im Kasten. Vielleicht können wir den irgendwann mal fragen mit dem Hengst. Bild.
Auwis. Guck mal da an. Bei Markus, ne? Schätze ich. Jo. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Wie lange zum Cyberlife-Lager? Ich sehe auch keinen hier, ehrlich gesagt. Vorsicht! Und was machen wir jetzt? Ich finde ein Die kommunizieren gemeinsam. Ich denke gerade, hey, warum hört sich das so komisch an? Diese scheißige Tonqualität. Schon cool gemacht war. Aber es regnet immer noch. Es gibt keinen trockenen Tag. Marcus, komm hier auf. Okay. Eieiei. Rutschen die nicht ab? Es hat laut, wie die hier draufkreschen, ne? Paf, paf! Muss doch voll laut sein. Das Lager ist einfach. Wir sind fast da. Ich folge sie einfach mal. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie die Chefin irgendwie. Hab so das Gefühl. Okay. Cyberlife Lagerhäuser. Da drin ist alles, was wir brauchen. Zuerst muss diese Drohne weg. Oh. Ich mach das. Hm. Ah, okay, jetzt können wir wieder. Parcours-Sprintläufer. Nicht. Dann halt hier. Oder warte. Kann man nicht direkt in die Drohne oder was? Die kommt ja entgegen. Ja, okay. Will bemerkt werden. Dann halt hier. So. So. Wäre zu weit, okay. Da. Ah. Schwingen. Okay, wir müssen klettern. So. Bist du okay? Nice. Ja, alles klar. Gut gemacht, Markus. Ah.
Sexy Lady. Okay. Was? Wo denn? Da hinten. Kann schon mal vorbei. Was ist? Oh. Oh nein. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure oh nein. Eure ist ein Stufe 2 Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Tja! Gottverdammte Maschine! Wo ist der diesmal? John? Scheiße. Ich brauche deine Hilfe. John? Erst die Drohne, dann das. Echt super. Ich wollte ihn nicht umbringen. Wir konnten umbringen. Messer. Steckt den Rest ein oder nichts wie weg. Sucht weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. So. So. Was haben wir denn hier? Schönes. Und zack. Oh. Mehr Androiden. Warum seid ihr nicht Fifi? Wollt ihr denn nicht frei sein? Sie befreien wieder schließen. Ich wollte sie befreien, ne? Besser ist es. Ja. Hey, gäb's Licht? Hä? Der hat irgendwas mit denen gemacht, ne? Irgendein Virus. Der hat die jetzt. Oh. Mehr können wir nicht tragen. Gehen wir. Okay. Nehmt mich mit. Er ist auf ihrer Seite. Wir können ihm nicht trauen. Er hat uns geholfen. Wir können ihn nicht hier lassen. Es ist viel zu gefährlich, sie mitzunehmen. Sie kommen mit uns. Scheiße. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster. Sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf Autopilot, aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? Das wäre nicht schlecht. In der Kontrollstation. Zwei menschliche Wachen. Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht. Das ist Selbstmord, Marcus. Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten, also lass uns verschwinden. Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle. Das ist die Gelegenheit. Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts. Wir sollten das lassen, es ist zu riskant. Ach, der wird nicht riskant. Wartet hier. Nach 10 Minuten geht ihr ohne mich. Marcus. Ich komme mit dir. Nein, ich gehe allein. Wir müssen nicht beide unser Leben dafür riskieren. Oh.
Maus gefällt und stehe einen elektronischen Schlüssel. Hunde. Jetzt haben wir hier nichts. Warte. Hier können wir auch lang. Verdammte Hunde. Warum bellen sie schon wieder? Vielleicht das Wetter. Sie mögen keinen Sturm. Ja, ich könnte dieses Wochenende mit den Kindern campen. So viel dazu. Ist Mike noch in Zone 4? Sieht so aus. Er sollte längst fertig sein. Hier ist es besser als draußen auf Patrouille. Hier. Soll ich das machen? Oh nee. Nee, das mach ich nicht. Nach draußen locken. Schnell, schnell, schnell. Sind die noch da? Oh, okay. Schnell weg hier. Ich hab's. Hast du ihn? Cool. Wir sind vorne. Ich bin der Fahrer. Oh nein, muss ich jetzt steuern? Schnell, rein hier. Kann was werden. Fahre von dem Docks weg. Oh nein. Achso, ne, er lenkt automatisch. Ich brauche nur Gas zu geben. Lassen wir uns durch. Scheiße. Ah doch. Okay. Brauche ich keine Erlaubnis? Eine Wagenladung. Wir haben die ganze Ladung geklaut. Wir haben Biokomponenten für alle. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Jericho bewundert. North befreundet. Ich kam nach Jericho, weil... Josh. Androiden hier frei sind. Befreundet. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung.
frei, stumm zu sterben in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Oh, cool. Okay. Ah, wie es weitergeht. Achso, nee. Ist ja noch hier. Jerichos Held. Markus hat seinen Laster voller Teile gestohlen. Mit Laster entkommen. Es gab noch mehr. Wahrscheinlich mit Laster entkommen und getötet oder so. Wegen der Knarre. Aber es gab noch eine dritte Situation. Mach mein. Die haben alles gemacht. Oh, hier. Okay, nee, da konnte man auch nichts anderes machen. Das waren das andere Entscheidungen. Ja, das war hier. Wie heißt das Kapitel? Steht das da auch? Scheiße, weiß ich gar nicht mehr. Wie viel Prozent haben das Ende genommen? 67, ja, ist von drei Enden. Das meistgenommene. Ja, das ruhige. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Schlusscut. Und wir sehen uns dann in einem anderen Part. Und zwar gleich.